Ja, Sie sehen, wie Kapital sich von selber vermehrt in dieser Form. Und das Verrückte ist nun, wir haben gestern Abend ja noch gesagt, die wirtschaftliche Situation wird immer prekärer. Aber warum eigentlich? Wir haben in Deutschland seit 1950 permanent das gleiche wirtschaftliche Wachstum in absoluten Zahlen. Immer das gleiche. Es ist natürlich klar, wenn Sie, nehmen wir mal einfache Zahlen, auf 110 oder 15 Punkte Wachstum drauf haben, ist das 15%. So war das 1915. Und wir haben heute, sind wir so weit hochgekommen, damit, dass wir bei 1000 sind, haben immer noch die 15 und es sind natürlich nur noch 1,5%. Das ist ein völlig normaler Prozess, dass bei der Reifung einer Volkswirtschaft der Prozentsatz des Wachstums geringer wird, weil der Sockel höher ist, auf den wir die absoluten Zahlen draufpacken müssen. Aber das absolute Wachstum ist immer gleich. Und es ist in den letzten 5 Jahren, für die statistischen Zahlen vorliegen, in Deutschland zum Beispiel 200 Milliarden Euro gewesen. Und wenn das Bruttosozialprodukt um 200 Milliarden Euro wächst und Frau Merkel sagt, das würde jetzt auch unten ankommen und wir merken davon nichts, ist das ja ein bisschen seltsam. Und ich meine, die Chinesen haben heute noch zweistellige Raten, weil die halt gerade bei Null anfangen. Die werden in 50 Jahren auch bei 1,5% sein oder so. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich will Ihnen an diesem Beispiel hier erklären, wie das zusammenhängt. Wir nehmen jetzt mal nicht den einen Cent, sondern einfach das Bruttosozialprodukt von 1950 als Größe. Und bei einer kontinuierlich stetigen gleichen Wachstumsrate ist das praktisch eine gerade Linie, die wir hier durchziehen. Das Bruttosozialprodukt wächst immer weiter so. Und nun hatten wir nach dem Krieg die Situation, dass das erschaffen worden ist. Und das waren die Forderungen der Finanzmärkte hier unten, die grüne Linie. Das heißt, wir hatten hier eine Differenz zwischen der roten und der grünen Linie, die verteilt werden konnte. Und da haben die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die Sozialparteien zusammengesessen und haben sich gestritten, wie sie die Differenz aufteilen zwischen beiden und haben gestreikt oder ausgesperrt oder auch nicht und das irgendwie gelöst, diesen Disput. Und da gab es was zu verteilen. Aber Sie sehen, die Forderungen aus der Verzinsung des Kapitals steigen jetzt exponentiell, aber die Wirtschaft, die reale Wirtschaft, wächst weiter linear. Und wir haben deshalb heute eine gegenteilige Situation. Wir haben hier eine Differenz, die fehlt, die irgendwo herkommen muss. Und so weiter. Die wird immer größer, die Differenz, und steigt in den Himmel. Und ich mache es mal in Zahlen. Wenn wir hier zum Beispiel einen Zinssatz von 7% hatten, das war damals realistisch in den 50er, 60er Jahren, und eine Wachstumsrate von, umgekehrt, Entschuldigung, einen Zinssatz von 5% und eine Wachstumsrate von 10%, dann waren 5% zu verteilen. Und das war die Frage, wer die kriegt, darüber kann man reden. Aber es ist uns allen besser gegangen und in irgendeiner Form haben die meisten davon profitiert, im Schnitt jedenfalls. Und heute haben wir immer noch eine Wachstumsrate in der gleichen absoluten Höhe, aber die Forderungen des Finanzsektors sind exponentiell gestiegen und dazwischen gibt es nichts mehr zu verteilen. Im Gegenteil, der Finanzsektor fordert mehr, wie das, was die Wirtschaft real erarbeitet. Und das muss irgendwo herkommen. Das muss irgendwo herkommen. Und wo kommt das her? Das muss von denen kommen, die das Bruttosozialprodukt erschaffen, die es produzieren. Von uns allen, die wir arbeiten. Und das muss denen in irgendeiner Form zusätzlich weggenommen werden. Und wie wird es zusätzlich weggenommen? Durch Steuererhöhungen, indem die Mehrwertsteuer erhöht wird, durch Abbau von Sozialleistungen, indem Studiengebühren eingeführt werden, indem die sozialen Leistungen des Staates heruntergefahren werden und durch die Reduzierung der Reallöhne. Im letzten Jahr sind zum ersten Mal in Deutschland die Reallöhne insgesamt gefallen. Obwohl die Wirtschaft immer mit der gleichen Rate gewachsen ist. Und obwohl in diesen Reallöhnen zum Beispiel die Millionengagen von Topverdienern mit drin sind, die den Durchschnitt natürlich nach oben ziehen. Das heißt, die keine Millionen verdienen, sind relativ dann noch viel schlechter gestellt. Das ist die Situation, die wir heute haben.
wo wir sagen, dieser Finanzsektor produziert Reichtum ohne Arbeit. Und dieser Reichtum, der ohne Arbeit dem Finanzsektor zusteht, muss von denen genommen werden, die ihn erarbeiten, den Reichtum. Denn die Bank sagt, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Hat von Ihnen schon jemand Geld arbeiten sehen? Also ich noch nicht. Ich habe Menschen arbeiten sehen, ich habe Maschinen arbeiten sehen, aber Geld nicht. Und die Bank sagt, das Geld vermehrt sich von selbst. Dann habe ich schon seit einigen Wochen zwei 20-Euro-Scheine im Portemonnaie im dunklen Licht nebeneinander liegen und ich hoffe immer, dass die nicht mehr vermehren. Die machen keine Anstalten, sich zu vermehren. Das heißt, Geld arbeitet nicht, Geld vermehrt sich nicht. Reichtum wird nur durch Arbeit geschaffen und ich habe auch nur Menschen arbeiten sehen oder Maschinen. Und Maschinen sind nichts anderes wie verlängerte Arme von Menschen. Also es sind letztlich, sie müssen erfunden werden, sie müssen konstruiert werden, sie müssen hergestellt werden. Es ist auch Arbeit, nur eben viel effizientere Arbeit, wenn Maschinen arbeiten. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und ich habe eine weitere Geschichte, die Ihnen zeigt, wenn jemand noch so wunderbar vorlesen kann wie die Dame eben und diese Geschichte auch mitnehmen möchte als Dank und Geschenk, die Ihnen zeigt, warum diese exponentielle Entwicklung jenseits der Realität ist, wie Sie das an diesen Goldkugeln auch gesehen haben. Wer kann noch gut Geschichten vorlesen? Dankeschön. Großen Beifall für die Dame. Geschichte heißt König Scherer. Vor Jahrtausenden hatte der weise Brahmane Sissa das Schachspiel erfunden und seinem König Scheram vorgeführt. Dem hat das so gefallen, dass er Sissa einen Wunsch freigab. Sissa wünschte sich Weizenkörner auf jedes Feld des Schachbretts, und zwar auf jedes Feld doppelt so viele wie auf das Feld davor. Der König lobte seine Bescheidenheit und sagte ihm die Erfüllung seines Wunsches zu. Er ließ eine Schüssel Weizenkörner holen und auf das Schachbrett legen. Eines auf das erste Feld, zwei auf das zweite, vier auf das dritte, acht auf das vierte, 16 auf das fünfte und so weiter. Auf dem siebten Feld reichte der Platz nicht mehr für 64 Körner. Da ließ der König für jedes der noch leeren 57 Felder je eine Schüssel holen. Bald waren auch die Schüsseln zu klein. Da ließ der König Säcke holen, denn bei der 19. Verdoppelung waren es bereits mehr als eine Viertelmillion Weizenkörner. Noch bevor die Mitte des Schachbretts erreicht war, erkannte der König, dass er den Wunsch des Sissa nicht erfüllen konnte, weil es im ganzen Land, ja in der ganzen Welt nicht so viel Weizen gab. Und er lachte und erwies dem weisen Sissa große Ehre. Für das 46. Feld würde heute die gesamte Weizenernte Bayerns von einem Jahr benötigt. Für das 49. Feld würde heute die gesamte Weizenernte Deutschlands von einem Jahr benötigt. Für das 54. Feld würde heute die jährliche Weizenernte der ganzen Welt benötigt. Für das 64. Feld würden die Weizenernten der ganzen Welt in den nächsten 1000 Jahren benötigt. Aus bekannter Geschichte, aus unbekannter Quelle, aus Persien oder Indien. Ja, Sie sehen, diese Verdopplung auf dem Schachbrett ist nichts anderes als eine exponentielle Entwicklung, wo in einem bestimmten Zeitraum sich das, was dazukommt, immer verdoppelt. Wenn Sie zum Beispiel mit 7% Zinsen rechnen, verdoppelt sich Ihr Kapital alle 10 Jahre. Und diese Verdopplung wird ja alle 10 Jahre doppelt so groß. Und trotzdem, wegen dieser Spielchen, die ich Ihnen vorhin vorgeführt habe, die Milliardäre verdoppeln zurzeit ihr Kapital alle 2 Jahre. Also nicht mal 10, wie ich gesagt habe, sondern im Durchschnitt. Und es gibt heute 1000 Milliardäre auf der Welt. Vor 10 Jahren hat es nur 200 gegeben. Eine Milliarde sind 1000 Millionen, das ist wirklich was. Und die verdoppeln ihr Kapital zurzeit im Durchschnitt alle 2 Jahre. Das heißt, wer heute 30 Milliarden hat, der hat in 2 Jahren 60 Milliarden im Schnitt. Und die müssen auch irgendwo herkommen. Die müssen irgendwo herkommen und müssen von denen genommen werden, die diesen Reichtum erarbeiten. Und nun hat schon
Vor mehr als 200 Jahren, Jean-Jacques Rousseau, der geistige Vater, ich habe Ihnen jetzt gesagt, der Milton Friedman war der geistige Vater des Neoliberalismus und er war der geistige Vater der Französischen Revolution, Folgendes gesagt, das ist brennend aktuell. Wollt ihr dem Staat Bestand verleihen, dann nähert die äußeren Rangstufen einander so weit wie möglich an, duldet weder übermäßig Reiche noch Bettler. Diese beiden ihrem Wesen nach nicht voneinander zu trennenden Stände sind für das Gemeinwohl gleichermaßen verhängnisvoll. Aus dem einen gehen die Förderer der Tyrannei und aus dem anderen die Tyrannen hervor. Sie verschachern untereinander die öffentliche Freiheit, der eine kauft, der andere verkauft sie. Und das ist die Situation, die wir heute hier haben. Nun hat, um Ihnen mal ein extremes Beispiel zu zeigen, aus der Frankfurter Rundschau von letzter Woche mit diesen Reichtumsspielchen der Mr. Paul John Paulson im letzten Jahr ein persönliches Einkommen durch extreme Vermehrung seiner Kundeneinlagen, ein persönliches Einkommen von 3,7 Milliarden Dollar gehabt. 3,7 Milliarden Dollar. Wenn Sie das umrechnen durch 365 Tage, war das an jedem Tag, an jedem Kalendertag 10 Millionen Dollar. Persönliches Einkommen. Und da der Dollar nun wesentlich niedriger ist als der Euro, kann man mal kurz in Arbeitstage umrechnen, dann bleiben für jeden Arbeitstag immerhin noch 10 Milliarden Euro übrig. Und auch das sind Einkommen, die irgendwo hergeholt werden müssen, die einfach das System brechen lassen, auseinanderbrechen lassen. Und wenn man jetzt mal diese Beispiele mit der Goldkugel, mit den vielen Milliarden Goldkugeln nehmen, stellen Sie sich mal vor, die Zinsen, die 5% Zinsen, die der Judas angelegt hat, die hätten sich nicht vermehrt als Zinseszins, sondern wären auf ein separates Konto gekommen, wo sie nur gelegen hätten und nicht verzinst worden wären. Dann wären in diesen 2000 Jahren aus dem einen Cent ein einziger Euro geworden. Denn wenn Sie 0,05 rechnen mal 2000, kommt genau 1 raus. Das heißt, der Mechanismus, der diese exponentiellen Entwicklungen auslöst, ist der Zinseszins. Ist nicht mal der Zins. Der Zinseszins produziert das gleiche Geld, die gleichen Euros wie der normale Zins. Und ein Banker hat mir neulich mal, und zwar der Vorstand einer Volksbank, wo die kleinen Leute ihr Geld anlegen, hat mir neulich mal gesagt, dass bei Volksbanken 95% der Neuanlagen aus Zinseszinsen kommen und nur noch 5% aus neuen Ersparnissen, die jemand übrig hat und beiseite tut. Sie können sich vorstellen, dass es bei Großbanken viel extremer ist, wo die Leute, die vermögenden Leute ihr Geld anlegen. Das heißt, das sind alles Dinge, die im System angelegt sind und die Folgen des exponentiellen Verzinsungsmechanismus sind.